Angefangen haben wir, meine Frau und ich, wie soll ich sagen, mit unserem Sohn zusammen vor circa 12 Jahren die Idee zu entwickeln, heraus aus einer frustrierten Situation. Wir waren es leid, einen Job zu machen, der uns nicht ausfüllte. Meine Frau hatte einen Wunsch und eine Idee. Und dieser Wunsch war eben, können wir einen Schäferwagen bauen, etwas, was in den Garten geht, was aber auch so ein bisschen besonders ist, isoliert, also wirklich was gut situiert ist. So, und aus dieser Idee wurde dann ein Prototyp. Den haben wir dann zusammen mit unserem Sohn Sverre angefangen, mit den Materialresten, die wir auf dem Gelände liegen hatten, haben wir das Ding zusammengezimmert, wie man manchmal so sagt, und daraus wurde die Idee. Und und diese Idee sprach dann so gut an, wir haben es dann praktisch draußen ein bisschen platziert, die Namensfindung wurde dann gesucht, da ist uns mit dem Schäferwagen, denke ich mal, ein ganz einigermaßen guter Name gelungen. Ja, und die ersten Auftritte auf Lifestyle-Messen waren so überzeugend, dass wir sagen, diese Idee, die wollen wir einfach weiterfahren. Und daraus ist dann etwas Besonderes geworden in der Form, dass wir sagen, wir gehen zurück in die Nostalgie in neuem Gewand. Das heißt, angelehnt an die alte Badekultur um die Jahrhundertwende, alte Holzräder, beziehungsweise keine alten Holzräder, sondern neue Holzräder, die auch wirklich funktionieren. So, und das sollte unser Markenzeichen werden. Zusammen mit dem Tonnendach, das gewölbte, schöne, runde Dach, kein Satteldach, kein Poldach, nichts. Wir wollten unser eigenes Dach. So, und so wurde der Wagen mit dem Tonnendach und den speziellen Holzrädern praktisch kreiert. Dann gab es Farbgestaltungen und dann sind wir ganz schnell abgedriftet von dem Ursprungsgedanken Badekarre, weil auf einmal kamen so viele Ideen von außen. Könnt ihr nicht dies machen? Kann der Wagen nicht das? Können wir da drin wohnen? Können wir ein Atelier daraus machen? Und so ist dieses Konstrukt wirklich getrieben von außen immer schneller geworden, immer dynamischer geworden. Also, um das global zu sagen, wir verkaufen Freude. Wir hatten erst gar keine Ahnung, wie reagieren die Leute auf unsere Schäferwagen. Von daher haben wir ganz bewusst Messen mitgemacht, weil man da sofort das Feedback bekommt. Und ich saß oft so im Eingangsbereich und jeder, der reinkam, hatte sofort ein Lächeln auf dem Gesicht. Ob das jetzt ein Kind war, Junge wie Mädchen, ältere Herren, junge Frauen, ältere Frauen, jeder hatte spontane Idee, was er mit diesem Raum anfangen kann. Ganz bewusst bauen wir auch nicht viele Einbauten da rein, sodass der Wagen individuell bleibt, dass der wandelbar ist über die Zeit. Erst könnten vielleicht Kinder zum Beispiel darin spielen, hinterher hat man ihn als Weinlounge oder Gästezimmer. Man kann ihn, wie gesagt, immer wieder wandeln. So, und das ist auch so geblieben. Und die Leute kommen auch mit einer gewissen Vorstellung zu uns, wie sie ihn nutzen wollen. Natürlich fragt man, dann haben sie Bilder von ihrem Grundstück, von ihrem Haus. Und entsprechend arbeiten wir dann auch den individuellen Wagen aus.